Ja, und somit ein herzliches Willkommen, meine lieben Hobby-Detektive. Weiter geht's mit Eleanor. Und Cole Phelps und Stephen Bukowski im feinen Zwirn starten wir hier den Autohändlern einen kleinen Besuch ab. Falsche Papiere. Ja, wenn der Titel schon so heißt, werden wohl die Papiere gefälscht sein. Was haben wir bis jetzt? Cliff Harris, genau, den haben wir dort interviewt. Da haben wir einen falsch gehabt. Motiv für Flucht. Beim Fahren von gestohlenem Fahrzeug verhaftet. Eigentlich, ja, den werden wir jetzt gleich freischalten, hier das Bild. Nochmal kurz als Info, gestohlenes Fahrzeug, den Beleg haben wir, genau, vom Cliff. Dass wir das noch einmal verinnerlichen, falls wir irgendwas mit der Lüge anzweifeln müssen oder wie auch immer. Quittung von Combs Automobile für einen zweifarbigen Kaiser Fraser. Quittung. Und gültiger Fahrzeugschein ausgestellt auf Cliff Harrison. Also das ist ja schon einmal gültig. Das heißt, das können schon einmal nicht die falschen Papiere sein. Mal schauen. Gut. Ort braucht man nicht viel schauen. Da sind wir jetzt hier. Genau, perfekt. Optimal. Guten Tag, Herr Autoverkäufer. Detective Phelps, LAPD. Are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Fraser, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Wie geil ist er drauf, bitte? That's a joke too, son. Ja, habe ich gemerkt. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Ja, geht Steven schon ein bisschen auf die Nerven. Schon wieder so ein lustiger Autoverkäufer, Händler hier. Geil. Ja gut, gehen wir rein. Ja, nettes kleines Hüttchen hier. Wunderbar. Gut, setzen wir uns mal hin. Here it is. Got the original pink slip there too. Okay, schauen wir uns das mal an. Fahrzeugbrief. Sheen Archer. Mhm. Gene Archer. Gene Archer. 146 North Fremont Avenue. Das ist aber, glaube ich, eine Frau. Gene. Druckerei, okay. Adresse der Marketdruckerei herausfinden. Das heißt, da müssen wir wieder kurz telefonieren. Macht aber nichts. Passt. Perfekt. Gedruckt für das Verkehrsamt und Marketdruckerei. Aha, na, da werden wir da mal dem auf den Zahn fühlen dann bei der Druckerei. Vielleicht erfahren wir ja da irgendwas Nützliches. Gut. Wäre natürlich jetzt naheliegend, wenn es unser Spiel schon vorgibt. Aber werden wir alles sehen. So, das ist die Quittung, genau. Cliff Harrison 24, die 49, genau, für den Radio und was war das? Der Leiter oder was? Das Zigarettenanzünder, glaube ich. Alles klar. Harrison's purchase receipt was legit at least. Mhm. Perfekt. Okay, das passt. We have a couple of questions. All right, fellas, shoot. Details der Kaufabwicklung. Okay. Na gut. Can you tell us how you came to buy the car?
Girl just wandered in right off the street. Ja. Ich habe immer noch 4 Intuitionspunkte nur. Wann kommt da der 5. wieder dazu? Na egal. Aber ganz gerader Blick. Ja, normalerweise die Typen ist ja wieder eher was mit Anzweifeln. Aber wir schießen mal hier mit einer Wahrheit. Wir fangen mal positiv an. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Okay, das hat mal abgewickelt. So, wie schaut er da rein? Ja, alles easy. Beschreibung des Verdächtigen, oder meint er jetzt sie? Moment. Can you describe this ja, Gene Archer? Der Verdächtigen, aber ist egal. Brunette, maybe 25, 26. A little on the plump side, but not bone ugly. Ja, er schaut wieder ganz gechillt. Warum sollte er auch jetzt hier bei der Beschreibung der Dame oder des Mädchens lügen? Ja, das kaufen wir ihm jetzt auch ab. What was your impression of her? Ah, cool. Ich glaube, das passt kind of harried and harassed, in a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Na, perfekt. Zahlungsverdächtige Transaktion, Zahlungsentwicklung. Ja, gehen wir einfach weiter. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Mm-hmm. Nope. Should I? It isn't exactly my business. Ja, hat er da was zu tun, aber er schaut wieder das gleiche wie vorher eigentlich. Ich bleib mal bei der Wahrheit. It says Marquee ja? Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Für die Regierung, du Scheiße. Boah, das hat gestimmt. Ja, wie geil. So, er ist noch immer geschillt, ja. Zahlungseinzelheiten überprüfen, verdächtige Transaktionen. Zahlungseinzelheiten überprüfen. Na gut, fragen wir mal. Vielleicht ist er da auf, ist er da ganz cool unterwegs. Schauen wir mal. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Das ist aber jetzt schon wieder offensichtlich. Ich zweifle mal an. Weil jetzt... Ja. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Oh. Richtig angezweifelt, ne? Ist ja perfekt. So, verdächtige Transaktion. This was all above board. Yes, of course it was. Nein, war's nicht. War's nicht. Nein, nein, nein. Did this nein, look legitimate nein. To you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Moment, das habe ich für lauter... Wir haben einen neuen Anzug freigeschaltet, das finde ich wieder sehr geil, das schauen wir uns gleich an. Was ist denn noch einmal jetzt geschwafelt? Ich habe damit gebrochen, oh, das nicht mit Schulverschreibungen in meinem Geschäft, schon geschenkt mal nicht ins Maul.
Kommen Sie mir jetzt bloß nicht auf die moralische, wenn Sie meine Hilfe wollen. Danke für Hilfe, Mr. Kahn. Wir müssen unsere Untersuchung fortsetzen. Ich hoffe, Sie kriegen die Probleme mit Mr. Harrison geregelt. Nehmen Sie ihn nicht zu hart ran. Der Junge ist wohl wie ein Luftballon, der einfach zu klein. Der ist einfach zu klein. Dem ist alles zu hoch. Alles klar. Ja, passt. Mehr wollte ich jetzt nicht wissen. Und wir gehen wieder. Steve. Gut. Might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Was können wir? Das wieder nicht. Das habe ich wieder nicht. Was? Haben Sie eine... Harrison ist aus dem Schneider, aber wir können noch eine Fahndungsmeldung nach Gene Archer rausgeben. Gib das mal durch. Mach mal. Achso, Harrison ist schon komplett aus dem Schneider, oder was? Ja. Wenn er sagt... Ah, Outfits, sorry, das schauen wir uns noch schnell an. Was haben wir im Start? Der Meisterschütze, den brauchen wir nicht. Chicago Lightning kennen wir eh. Ist eigentlich auch ganz nice. Der Kreuzritter, ja, das ist ein bisschen dunkel. Am Tag könnten wir es bringen, aber müssen wir noch nicht. Ah! Auch ganz nice. Achso, was kann der? Moment, was kann der? Trägt man, um sich unter Filmstars zu mischen. Okay. Egal. Ja, nehmen wir gleich mal den neuen hier. So. Genau, hier im Gebiet läuft doch nicht so schnell, aber da draußen, glaube ich, oder? So, telefonieren wir mal. Cold Phelps, 1247. How can I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Mm-hmm. Messages, please. Na, bin nur sehr gespannt, wie die James Sache ausgeht. Is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks. Okay, und schon wieder mal ein Interview. Hallo, guten Tag. Ein Hotdog. Zieht sich dir ein Hotdog rein. Ja, warum nicht? So, unser Auto steht da, genau. So. Ah, Steven sitzt schon drin. So, wir setzen uns mal rein und checken mal die Lage. Moment. Er ist da, eingetragene Adresse im Fahrzeugschein. Okay, alles könnte sie sein, oder? Was haben wir noch? Die Druckerei. Okay. Zentralrevier. Moment, machen wir jetzt einmal das Verhör, oder wie? Moment, Personen. Wer war das der Typ noch einmal? James Belasco? Wer war das noch einmal? Beim Fahren von schönem Fahrzeug verhaftet. What? Kurier für gestohlene Autos. Das ist doch nicht der Ding, oder? Zentrale wieder. Da fahren wir mal in der Jumbo den einmal. Das macht so, glaube ich, schon Sinn. So, wir machen aber die schnelle Variante wieder. Oder? Moment, wo ist denn die... wo ist denn das Revier? Das ist ja nicht gleich um die Ecke, oder? Wir stehen hier... Ja, okay, ein bisschen ist er schon, aber... Machen wir schneller, dass wir schneller vorankommen. You know the way. You can drive. Genau, du weißt den Weg. Haben wir schon ein Viertelstündchen hier insgesamt verbracht. You're behind the wheel. Na, geht doch. Schon wieder was Wichtiges sagt während der Fahrt. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole?
You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line. Just get the hell out of there. Das kann natürlich auch sein. Je mehr sie auf die Nerven gehen, desto schneller versucht man wieder wegzukommen vielleicht. Central Jail, Central Police Station. Detectives, Belasco is prepped and ready in two. Another stolen car with legit papers. Thanks. Okay. I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with one round. Okay, die zwei. Moment, da steht was. Room 1. Holding cells. Moment, vielleicht ist er auf der drüben Seite der Zweierraum. Moment, da ist ein Pfeil. Interview Room 2. Vielleicht ist der wirklich einfach nur... What? Quasi auf der Seite. Ist er da? Nö. Hä? Mister, a man like you always interview. Loses a battle of wits. Because you're unarmed. Da war ein Pfeil. Moment, vielleicht ist da rein. Und dann noch ein Interview Room 2, weiter, okay. Da ist er. Kann man da reinschauen, ist er da drin? Ah, da sitzt der schon. Sehr schön. Crummy bastard. Hast du gesagt? James Belasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. So, der Typ sagt sicher nicht die Wahrheit. Das wäre das McMahon schon. Aha. Mouthpiece for stripped off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Is somebody gonna tell us what the hell is going on? Yeah, even. Coroner says it's gonna take at least a week. Na, gehen wir mal ganz entspannt rein in die Sache. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. Du Mongo, du. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking, and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. But the paperwork they provide is normally a breeze. Na bitte, Verbindungen zu Archer. Moment mal. Moment mal. Verbindungen zu Archer. Gene Archer, 146 North Fremont Thing. Na, ist egal. Fangen wir mal. Does the name Gene Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Noch nie gehört. Boah, Leute. Autodiebstahl. Of Gene Archer. You got something to say? Let's hear it. It's a schön ausgestellter Cliff Harrison.
Ich drück mal Lüge, da können wir nochmal zurück. Ich mach mal, was er sagt. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. Sehr, kennst du die? Das ist der Brief. Den müsst ihr doch kennen eigentlich. Da haben wir es drinnen. Probieren wir das mal. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? Boah, geil. Puh. War eine schwere Geburt hier. So. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Moment, was? Jetzt habe ich nicht ganz aufpasst. Keine Ahnung, ich liefere sie nur ab. Das zweifeln mal an. Da habe ich ja keinen Beweis. Give me something, Velasco. Or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Yo. Where do you pick up the cars, Velasco? Warehouses. Mainly in East Downtown. Ja, da schaue ich auf die Seite. Das ist doch wieder nicht. Das ist doch nicht die Wahrheit. An address, Velasco. You want my help with the DA? Cough it up now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. We'll see what we can do. Na bitte. All right, James. We're gonna check it. Boah, Glück gehabt mit der Lüge. Ich war schon schwer überlegen, ob ich das nehme. I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word. And so will the DA. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California. The Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall. Gordon Lightfall. Here. I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Need a drink. I got the jitters again. Fahrzeugscheine. Holy shit. Hey, hey, hey. Ich will auch so ein Polizeiding, ja, vielleicht kriegen wir das noch. So, da links oben. Naja. So, Freunde, wo gehen wir jetzt? Gehen wir jetzt noch mal hin? 23 Minuten. Puh. Warte. Was war das? Was? Freedom? Fahrzeugschein. Was wäre das nächste? Die Zuckerei? Achso, das können wir nicht. Zentrale Röhre sind wir gerade. Schau mal auf der Karte, wo das ist. Okay, das ist gar nicht so weit weg. Und die Druckerei? Wo wäre die? Da drüben.
Gut, schauen wir mal hinter mal, ob wir Gene irgendwo sehen. Das machen wir, das bringen wir. GTA Suspect Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union Office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Ja, das genau das wollte ich hören, Freunde. Ja, komm rein. Come on, we don't want to lose her. Okay, es geht ein Video los, sehr schön, Western Union Filiale. Schauen wir mal. Guten Tag. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about Danke. Giving a girl a break? Ich hab das Kompliment zurück. You could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Jo, gestohlener Kaiser Fraser. Ja, ich muss wieder sagen, gut, der Hut muss jetzt nicht sein, aber die schaut jetzt auch nicht so schlecht aus. Can we just get this over with? Ja, die Damen sind alle hier sehr nett gelungen, würde ich sagen, im Gesicht. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Mhm, wie schaut sie? So, ah, wir haben wieder 5 Intuitionspunkte, aber das... Ja, eigentlich... Aber wenn sie mich schon beschimpft, zweifle ich das einmal extra annetzt. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They pay me 50 bucks to drive the car. I made 2 grand selling it. You made 0. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. Hm, na, wusste ich's doch. Verbindung zum Belasco. Na, das wird auch nicht die Wahrheit werden, oder? How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Moment. Notizbuch, da haben wir doch was, oder? Irgendwas. Ja, Institutionspunkt kann ich auch keinen nehmen. Denn wenn er mal sagt, zum Beispiel Lüge, weiß ich jetzt auch nicht, welchen Ding ich hier nehmen könnte. Can we just get this over with? Jetzt zeige ich hier den Brief hier. Ist das der? Ist das? Wagen verlassen mit mehreren bezahlten Kurieren im Bundesstaat. Dann brauchen wir hier nicht. Im Besitz von mehreren Autodiebstahlverdächtigen. Ja, scheiße.
Can we just get this over with? Er sagt, aus selbst als Fahrer fürs... Das probieren wir, oder? Aber Insertions... Scheißdreck. Probieren wir es einfach. Ich glaube, es ist eine Lüge. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I... Well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Mhm. So, was könnte jetzt am besten passen? Sie... Ja. Ich habe, wie sie die Lippen und die Zunge bewegt. Sie schluckt schon ein bisschen. Sie ist eindeutig ein bisschen nervös. Can we just get this over with? So, gestohlene grüne Federzulassungsliste, gestohlene Fahrzeuge entnommen. Beleg. Nein. 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 Automobilzufahrer. Nein. Arcadia. Auch nicht. Gehörschein auf James Belasco. Also, ja, aber ist der Fahrzeugbrief? Nee, warum soll sie ihn dann... Nein. Sagt aus, selbst als Fahrer für das Autodiebstahlgeschäft zu arbeiten. Ich probiere das. Weren't sharp enough to lie to me, Gene. You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. Oh. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Oh, Leute. Whoa, 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 whoa. Das war wieder eine schwere Geburt. Sorry, wenn ich es ein bisschen länger brauche, aber... Boah, ja, das ist halt Detektivarbeit. Aber wir haben es hingekommen. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? So, machen wir jetzt ganz schnell, das wäre ein Mann. Trying my patience here, Gene. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right, already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse, full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Gene. Oh. Get out of crime. There's someone boring who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. Puh, da werden wir schon mal abgeführt. Na gut, die nette Dame könnte aber vorne mitfahren, oder? Obwohl, gleiches Recht für alle. So, wie gespeichert? Meine Errungenschaft freigeschalten. Nö. Kein Safe. So, können wir noch ein bisschen was abheben? Ja. Boah, die sieht aber auch nice aus, die Dame. Kann man da irgendwie zoomen? Nein. Cool. Ja, geil. So, müssen wir? Nein. Wir müssen nicht. Was haben wir hier eigentlich? Lagerhaus. Nö. Ich will jetzt einmal die... Die Tieradresse brauchen wir jetzt noch nicht, oder? Eingedrängene Adresse im Fahrzeugschein. Nö. Also die gleiche Adresse, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das war dieselbe Adresse? Wo steht denn das? Da steht das gar nicht. Wie soll ich das dann wissen? Unfassbar. Ja. Ja, da steht's drin, okay. Naja, gut, macht er jetzt.
So, wir bewegen uns mal Richtung Druckerei. Dann werden wir aber schon langsam diesen Part wieder abschließen. Mal schauen, ob... Was haben wir hier eigentlich? Zentralrevier. Nö, da müssen wir jetzt glaube ich nicht hin. Ob ich es jetzt noch weiter täglich bringen kann, Eleanor? Mal schauen. Machen wir schnell. Wie das Interesse bleibt. Can you drive to this one? Wenn es natürlich leider ein bisschen noch sinkt, dann werde ich es ein bisschen einstellen müssen. Also nicht auf täglich, sondern mal den zweiten Tag vielleicht oder so. Oder einfach wie es ist, wenn es sich ausgeht, geht es natürlich täglich weiter. Aber es... Okay, little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. Nothing wrong with a good redhead. I draw the line at gray. You know, of course I have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Das fangen da zusammen, das ist ja unfassbar. So, jetzt hätte ich einen Speicherpunkt. Okay, die Druckerei. Die Markdruckerei. Es wird gespeichert. Sehr schön. Herzlichen Dank fürs dabei sein. Und wir brauchen noch einen Bart, weil ich immer so lang bei den Interviews brauche. Deswegen brauchen wir noch einen Bart. Sorry Leute, aber ja, ist halt so. So liebe Hobby-Detektive und die es noch werden wollen, das war's für den Bart und wir sehen uns höchstwahrscheinlich morgen wieder. Ja, mal schauen. Wake up, Cole. Mal schauen, ob man, ob ich es jetzt täglich schaffe. Wenn nicht, muss ich da Projekte vorziehen, die eventuell ein bisschen mehr Einschaltquote haben unter Umständen. Also jetzt ja maximal einmal einen Tag Pause, aber ich spiele auf jeden Fall das Spiel hier weiter durch, kein Thema. Vielleicht gibt es einmal einen Tag Pause, dass sich alle ein bisschen erholen können und vielleicht läuft es dann ein bisschen besser wieder. Aber gut, wir spielen weiter. Ihr seht, wann es weitergeht, maximal einen Tag Pause, aber ich bemühe mich, dass es vielleicht doch noch auf täglich bleibt. Aber nur mal als kleine Info, falls es wirklich einmal nicht kommen könnte auf einen Tag. Gut. Das war's. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.